Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Bullet Journal Video. Mein Name ist Verena und ich bin Illustratorin. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und Lust habt, mit mir zusammen das Bullet Journal zu gestalten. Gleichzeitig bin ich total interessiert daran, zu erfahren, was ihr hier eigentlich zukünftig auf diesem Kanal sehen wollt. Ich hatte ja zwischendurch mal Aquarellvideos hochgeladen, die allerdings auch nicht besonders viel oder gut geklickt wurden. Deshalb frage ich mich, woran ihr eigentlich Interesse habt. Was wollt ihr sehen? Warum seid ihr auf diesem Kanal? Was vermisst ihr? Irgendwelche Anregungen oder Informationen, was ich zukünftig hier hochladen kann, ob ihr etwas lernen wollt, einfach nur zuschauen oder sogar mitmachen, lieber basteln oder lieber malen. Ja, was erwartet ihr? Mehr Aquarellvideos, mehr Bullet Journal Videos, mehr Erklärungen? Ich würde mich total freuen, wenn ihr in den Kommentaren etwas dazu sagen würdet. Aber jetzt weiter zum Bullet Journal. Diesen Monat fand ich den Mond ganz schön als Motiv. Und dabei habe ich nicht mal gewusst, dass es gestern eine Sonnenfinsternis gab. Wie ihr seht, habe ich mir schon ein paar Skizzen gemacht. Diese fahre ich mit einem wasserfesten Fineliner nach. Auf der rechten Seite kommt ein großer Mond und darunter ein Kalender. Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich das farblich umsetzen soll, aber die Ideen dazu kommen noch. Am liebsten natürlich ein Nachtbild, damit der Mond schön leuchtet. Aber ich weiß nicht, ob ich da wirklich den ganzen Hintergrund einfach blau malen will. Vor allem, weil ich ja mit Aquarell male und die Seite dann erstmal ziemlich nass sein wird. Auf der linken Seite male ich einfach ein paar Rechtecke, die wie Kärtchen aussehen sollen. Einfach, um die Dinge weiter voneinander abzugrenzen. Links oben kommt erneut der Name des Monats, N-O-V, die ersten drei Buchstaben. Darunter ein Kästchen, in dem ich meine Ziele für diesen Monat eintragen kann. Es ist ein bisschen wie ein Polaroid-Foto, das auf dem Kopf steht. Unten rechts steht die 11, stellvertretend für den 11. Monat des Jahres. Als Dekoration male ich natürlich noch den einen oder anderen Mond und zusätzlich ein paar Blätter und Sterne oder Funken. Ich habe mich jetzt doch dazu entschieden, den Hintergrund großflächig blau zu malen. Den Kalender lasse ich aus, so wird die Fläche ein bisschen kleiner. Auf der linken Seite male ich die Kästchen aus. Mit Gelb male ich noch ein bisschen den Mond an, aber irgendwie gefällt es mir nicht ganz so sehr. Und daher greife ich zu Gold und schon gefällt es mir viel besser. Und zwar ist das diesmal goldene Acrylfarbe. Vorher habe ich immer viel Gouache benutzt, aber ich wollte diese Farbe mal austesten. Ihr könnt sie im Action kaufen. Dort findet ihr sie bei den Acrylfarben. Da mir da noch ein bisschen was fehlt, male ich Sterne in Form von Tupfern auf das Blau. Es ist natürlich etwas dünnflüssiger als die teure Acrylfarbe, aber fürs Bullet Journal reicht es auf jeden Fall. Da mir da noch ein bisschen was fehlt, male ich Sterne in Form von Tupfern auf das Blau. Jetzt muss ich natürlich erstmal abwarten, bis das alles getrocknet ist. Auf der linken Seite male ich weiter mit dem Gold. Und so nimmt das Bild Form an und fühlt sich auch sehr passend an. Jetzt habe ich das Gefühl, dass es sehr stimmig ist und alles zueinander passt. Manchmal ergeben sich die Dinge erst beim Zeichnen und das gefällt mir auch eigentlich viel besser, als wenn ich alles vorher schon plane. Wie ihr vielleicht schon festgestellt habt, bin ich nicht der größte Planer, sondern eher ein bisschen Chaotin. Deshalb habe ich ja auch ein Bullet Journal.
Wie ihr seht, habe ich wieder versucht, ein bisschen die Kamera mitzunehmen, damit das Video ein bisschen abwechslungsreicher wird. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, ob ihr mehr davon wollt. Mehr Schnitte oder schnellere Videos oder doch lieber wieder die langsameren Videos aus der Vogelperspektive. Auf der nächsten Seite geht es weiter mit den Monatszielen, Einnahmen und Ausgaben. Ich habe mir überlegt, dass ich auf der Titelseite wohl nur das Wichtigste aufschreiben werde und auf dieser Seite kann ich etwas ausführlicher werden, da ich hier auch viel mehr Platz habe. Auf der gegenüberliegenden Seite male ich die Wochenübersicht. Bei den Tagesnamen habe ich mich leider vertan, was ich aber später noch korrigiere. Dahinter male ich ein Muster mit vielen Blättern und koloriere diese wieder mit Schwarz und Gold. Hier und da male ich ein paar Monde, damit es zur ersten Seite passt. Es gefällt mir sehr gut und ich empfinde es auch als äußerst passend. Wie immer habe ich alle Materialien, die ich benutze, in der Infobox verlinkt. Und wenn euch das Video gefällt und ihr mich unterstützen wollt, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, um kein Video zu verpassen, oder schreibt mir was in die Kommentare. Darüber würde ich mich total freuen. Ich habe euch ja auch jetzt ein bisschen Anregung gegeben. Auf der nächsten Seite geht es weiter mit der Wochenübersicht. Ich versuche immer wieder neue Wochenübersichten einzubauen, um ein bisschen mehr Abwechslung in das Bullet Journal zu bringen. Ich male hier auch wieder einen Mond und ein paar Blätter, wieder Aquarell und Goldacryl. Auf der rechten Seite benutze ich wieder die blaue Aquarellfarbe. Die Farbkombination reduziert sich somit auf Blau, Schwarz und Gold. Auf der nächsten Seite geht es weiter mit der Wochenübersicht und wieder male ich einen Mond dazu. Schaut einfach gerne weiter zu und lasst euch inspirieren. Wenn ihr Fragen zu dem gesamten Design habt, dann stellt sie mir doch bitte in den Kommentaren und ich versuche sie so gut es geht zu beantworten. Auf der letzten Seite kommt wie immer der Social-Media-Kalender und auf der gegenüberliegenden Seite die Dankbarkeitsliste. Da ich darunter noch Platz habe, kommen dort die Notizen für den nächsten Monat hin. Als letztes gibt es wie immer noch eine Übersicht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis bald zu einem neuen Video.